Hi Leute, willkommen auf meinem Kanal Electric Commuter. Ich bin Andreas und ich möchte heute mit dem Bodywell A26 E-Bike einen Reichweitentest machen. Ich bin in Freudenberg und mein Ziel ist es, jetzt nach Hause zu fahren, nach Troisdorf-Müllighofen. Und das sind ungefähr 73 Kilometer Strecke. Da bin ich gespannt, ob das klappen wird. Das ist jetzt für mich eine Herausforderung, weil so eine lange Strecke mit einem E-Bike habe ich noch nicht probiert. Ja, dann fahren wir einfach mal los. Ich fahre jetzt erstmal in der zweiten Unterstützungsstufe. In der Unterstützungsstufe fährt das Fahrrad 18 km/h. Jetzt schalte ich hoch auf die dritte. Und dann werde ich sofort hochgezogen auf 25 km/h. Von der Akkugröße her gehe ich von einer Reichweite von ca. 50 Kilometern aus. Das heißt, mir fehlen da am Ende ein paar Kilometer. Deswegen habe ich noch eine Powerstation bei von Jose Power, um das auszugleichen. Und ich bin schon mal falsch abgebogen. Aber ich glaube, da wo ich abbiegen soll, gibt es auch gar keine Straße. Oder habe ich da jetzt irgendwas übersehen? Bergstraße, okay. Aha. Ha. Da geht's ziemlich hoch, ich glaube, da schiebe ich. So, dann hoffe ich natürlich, dass nicht noch mehr solche Stellen kommen. Da hat der Komoot komische Ideen gehabt. Ja, vor mir ist der Flecken, das Stadtzentrum von Freudenberg. Und hier soll ich wieder runter. Okay. Und hier soll ich nach links. Fragt sich wo. Okay. Also so bin ich durch Freudenberg auch noch nie gefahren. Hier geht's hoch zum Kurpark. Und ich hoffe, dass das erstmal genug Steigung war. Oh mein Gott. Lass mal ein bisschen rollen. Hier vor mir ist das Freibad. Und dahinter geht's, soll ein Radweg lang gehen. Der auch durchaus sinnvoll für mich ist. Aber gefahren bin ich den hier noch nicht. Und da vorne geht's wieder hoch. So, ich habe mir erstmal den Sitz höher gestellt. So tritt sich's besser. So, irgendwann jetzt kommt der höchste Punkt. Und dann sollte es eigentlich die meiste Strecke bergab gehen. Ja, 2,6 Kilometer haben wir. Der Anfang war ein bisschen schwierig für mich, aber jetzt ist okay. Es geht leicht bergauf. Hier bin ich definitiv noch nie lang gefahren. Der nächste größere Ort ist dann Hennef nach ca. 50 Kilometern. Davor kommt so ein Ort wie Waldbröl und Ruppichteroth und so kleinere Sachen halt. Laut der Bodywell App haben wir jetzt schon ordentlich Akku verloren, 86% Restakku. Das kann allerdings auch daran liegen, dass wir einfach bergauf fahren hier. Dass er da ein bisschen weniger anzeigt, hoffe ich zumindest. Ich vermute, das ist ja auch eine ehemalige Bahnstrecke. Hier fuhr mal so ein roter Schienenbus entlang. In Freudenberg gibt es ja auch noch einen alten Bahnhof. Und hier ist ein Tunnel. Und ich glaube, hier sind schlimme Dinge passiert bei diesem Tunnel. Da hat ein Mädchen ein anderes Mädchen ermordet. Das ging vor kurzem durch die Medien. Ich bin nicht sicher, ob es der Tunnel ist, aber ich vermute es.
Ja, so sieht der aus. Ganz schön lang. Ja, so Bahnstrecken haben ja den Vorteil, dass sie eine maximale Steigung von 2,5% haben dürfen, glaube ich. So, hier sind wir in einer Ortschaft. Klein-Tirol-Straße. Okay. Hier ist wohl ein ehemaliger Bahnhof. Gesperrt von 1.10. bis 31.03. Ja, wir haben 1. Juli, glaube ich. Müsste heute sein. Es geht immer noch bergauf. 5,5 Kilometer haben wir schon. Wilhelmburg Bahnhof. Ne, Wildenburg Bahnhof. Hier muss ich auf die Landstraße. Das E-Bike hat zu Beginn der Fahrt 44 Kilometer drauf gehabt. Schauen wir mal, wo wir nach der Fahrt ankommen. So, wir erreichen Küchelseifen nach fast 10 Kilometern. Hier geht es ein bisschen berghoch. Der Ort heißt Ritterwäldchen. Und dieser Ort heißt Wildberg, Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis. Oh, das ist doch hübsch hier. Im Brunnen. Und ich bin leider falsch abgebogen. Aber hier auf der Straße müsste ich dann zurückkommen. So, hier geht's ganz schön runter. So, ich habe mir erstmal die Bremse ein bisschen stärker eingestellt, sodass ich auch bei solchen Steigungen noch komplett anhalten kann. Wildberg Hütte. Ja, 15,2 Kilometer haben wir. Es ist immer noch ziemlich bergig. Das ist ganz schön anstrengend. Vom Akkustand zeigt er mir aktuell an, dass wir einen Balken verloren haben. Das kann sich aber wieder ändern, wenn wir bergab fahren. Ich denke, dass wir noch so bei 80% Restakku sind. Ja, so einen kleinen Anstieg hier wird man schaffen, aber sobald es richtig steil wird, habe ich dann immer geschoben, das habe ich nicht geschafft.
Hier rechts gibt es Esel im Gehege. So, Eichholz ist gleich vorbei. In 2 Kilometer kommt Erdingen. Nach 17,5 Kilometern erreichen wir dann Erdingen. Ja, auch wenn es nur minimal bergab geht, kann man hier rollen lassen. Da ist das Fahrrad wirklich sehr gut. Und hier links geht es nach Rom. Da hat meine Schwiegermutter davon erzählt. Es soll ein kleiner Ort sein mit 3-4 Gebäuden und einem Hotel. Und per Hubschrauber sollen hier durchaus bekannte Leute hingeflogen sein, um ein Foto in Rom zu machen. Der kleine Ort hier heißt Lichtenberg. In 6 Kilometern kommt der Ort Waldbröl. Das ist ein größerer Ort hier auf der Strecke. Da fahren wir durch. Und hier steht sogar schon Bonn dran. Ich wohne ja in der Nähe von Bonn. Und dieses Restaurant hier vorne kommt mir tatsächlich auch bekannt vor. Also es gibt hier eine Abkürzung, wenn man nicht über Köln fahren möchte mit der Autobahn, dass man über Waldbröl fährt. Das haben wir schon ein paar Mal gemacht. Ja, 20,9 Kilometer haben wir, 52,6 Kilometer liegen vor mir. Oh Mann. Akkustand, ja, 4 Balken zeigt er an. Können wir in die App schauen. 86% wird mir hier angezeigt. Aber wenn man selbst auf solchen kleinen, minimalen Bergabpassagen so gut rollen kann, dann glaube ich schon, dass die Chancen sehr gut stehen, dass ich ankommen werde mit dem Akku. Dann hätte das Bodywell-Fahrrad auf jeden Fall einen deutlichen Vorsprung vor den anderen, die ich getestet habe. So, hier geht es ordentlich den Berg runter. Wir haben jetzt ungefähr 25 Kilometer. Der Akkustand wird mir mit 54% angezeigt. Ich habe aber noch 49 Kilometer ungefähr vor mir. Aber hier kann ich erstmal bergab rollen. Ja, es ist tatsächlich erwartet vom Akkustand von mir, dass ich nur ungefähr 2/3 der Strecke schaffen werde. Jetzt muss ich mal ein bisschen bremsen hier. Und wir erreichen Waldbröl. Und hier soll ich auf dem Radweg. Ja, hier ist es ein bisschen nachteilig, dass das Display nicht die richtige Geschwindigkeit anzeigt. Das zeigt mir knallhart 25 und bei der Sonneneinstrahlung ist es auch ein bisschen schlecht zu lesen. Aber hier bergab wüsste ich schon ganz gerne, wie schnell ich werde. Deswegen habe ich das jetzt bei Komoot so eingestellt, dass mir das angezeigt wird. Okay. Nicht ganz richtig, aber kein Problem. Wir kommen wieder auf die Strecke. Waldbröl Busbahnhof. Und da rechts ist ein Fahrradgeschäft, der heißt Zweiradmeister. Und noch ein Fahrradgeschäft. So, hier scheint es runter zu gehen und danach wieder hoch. Da probiere ich mal die Geschwindigkeit mitzunehmen.
reicht nicht ganz. Ja, 54% stand eben auch schon. Ich glaube, ich muss mich einmal neu verbinden mit dem Fahrrad. Es bleibt bei 54%. 30,5 Kilometer haben wir auf jeden Fall schon mal. Und 54% Restakku. 3 von 5 Balken werden mir angezeigt. Wir erreichen Benroth, Oberbergischer Kreis. 34,8 Kilometer haben wir jetzt. Da links ist so ein kleines Restaurant, wo man jetzt mal einkehren könnte. Dampflocker ist es. Aber ich fahre weiter. Ja, 35 Kilometer haben wir jetzt. Und 38,8 Kilometer liegen vor mir. So, gleich haben wir die Hälfte geschafft. Jetzt haben wir die Hälfte. 59% Rest. War schon mal niedriger. Da ging es allerdings auch bergauf. Hier ist ja so ein leichtes Gefälle bergab. Nach 38 Kilometern erreichen wir Ruppichteroth. Rhein-Sieg-Kreis, das ist ja der Kreis, in dem ich auch wohne. Ja, was haben wir vor uns? 35,7 Kilometer liegen noch vor mir. Ich hatte hier kurz Pause gemacht und als ich wieder losfahren wollte, ist mir aufgefallen, dass die Schraube vom Schutzblech fehlt. Dann habe ich neben das Fahrrad geschaut und sie zufällig dort gesehen und so konnte ich die hier wieder anbringen. Ja, der Berg hier, der ist zu viel. Das ist jetzt bei Komoot, da geht es jetzt voll hoch. Das sieht ich. Ja, das war wirklich eine krasse Steigung eben. Da habe ich keine Chance gehabt, hochzufahren. Hier sieht es wieder fahrbar aus. Laut Komoot sind wir aber noch nicht ganz oben. Der Ort heißt Kuchheim. Und da vorne ist noch mal ein Anstieg. Mal schauen, ob ich den schaffe. Und ich bin falsch abgebogen. Okay, dann eben hier lang. Ja, die Schaltung hat einen Nachteil. Der erste Gang, den kriegt man nicht immer rein. Jetzt habe ich ihn drin. Das ist mir schon bei anderen Fahrrädern mit der gleichen Schaltung aufgefallen. Berg, ja, ich vermute, das ist dann die Spitze von dem Berg hier. Ja, 45 Kilometer haben wir, 29 liegen vor mir. Und ich hoffe, nicht mehr Berg stimmt dann jetzt auch. Oder höchstens noch bergab. Also, die Chancen stehen ganz gut,
dass das jetzt die letzte Erhebung ist. Ein Restbalken, nicht so gut. So, hier werde ich rollen lassen. 18% Restakku werden mir angezeigt. Und hier soll ich längs abbiegen. Das sieht nicht gut aus da vorne. Das war ein Motorradunfall. Aber wir sind zu dritt und alle leben noch. Also fahre ich weiter. Ja, die Motorunterstützung ist jetzt äußerst gering. Und hier geht es ganz schön runter. So, wir haben wieder einen Radweg und die Motorunterstützung funktioniert auch wieder. Aber ich kann hier ein bisschen rollen lassen. Ja, hier ist tatsächlich die Steigung so, dass ich runterrollen lassen kann. 32 km/h fahren wir gerade. Ein Restbalken. Mal schauen, ob sich der Akkustand ein bisschen regenerieren konnte jetzt. 12% zeigt er mir hier an. Ich verbinde neu. Ja, bleibt bei 12%. Ist natürlich nicht viel. Ja, so 50 Kilometer habe ich auch erwartet. Und die haben wir gleich. 49,7 haben wir jetzt. Ja, 50 Kilometer haben wir. 24 Kilometer liegen vor mir. 12% Restakku. Ich roll schon eine Weile. Ich werde das wieder so ein bisschen mit einsetzen, weil hier ist die Steigung nicht mehr so stark. Der Ort hier heißt Bröl. Vielleicht kennt das jemand, es gibt eine Bröltalbahn. Und hier ist so ein Pizzaladen. Ja, der Motor ist jetzt nicht mehr in der Lage, mich auf 25 km/h zu bringen. Und der letzte Balken blinkt. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also quasi ist er leer jetzt. Ja, dann würde ich das Ganze hier beenden. 54,3 Kilometer haben wir geschafft. Ich gehe nochmal in die App. 0% Restakku wird mir hier angezeigt. Ja, damit ich jetzt noch weiterkomme, habe ich hier meine Powerstation dabei. Und ich lade jetzt gerade den Akku nach. Vorne ist eine Pizzeria, da werde ich jetzt hingehen. Ja, ich habe es geschafft. Ich bin zu Hause angekommen. 74,1 Kilometer bin ich insgesamt gefahren. Ja, schauen wir mal auf das Fahrrad. Das sieht noch relativ normal aus. Ein Problem hatte ich. Ich hatte unterwegs bemerkt, dass die Schraube fehlt. Dann habe ich ein bisschen daneben geguckt und da lag sie zum Glück. Also konnte ich die wieder reinschrauben. Aber sonst ist eigentlich alles noch völlig in Ordnung. Eine Sache ist mir aufgefallen. Wenn ich das Fahrrad einschalte, wird mir der Odometer gleich angezeigt und der zeigt mir 11 Kilometer an. Das stimmt nicht, da müssen eigentlich 111 Kilometer stehen. 111,6 Kilometer, das ist jetzt insgesamt der Kilometerstand von dem E-Bike.
Hier ist die Powerstation, die ich benutzt habe, um das Fahrrad unterwegs nachzuladen. 29% Restenergie ist noch drin. Also ich hätte noch eine halbe Stunde weiterladen können. Ich habe insgesamt ca. 2 Stunden geladen. Ja, die Jose Powerstation, die hat 388 Wattstunden. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass ich es schaffe, 74 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, aber hat geklappt. Ja, dann hoffe ich, dass euch das Ganze gefallen hat. Ich würde mich wie immer über ein Like und ein Abo freuen und dann sieht man sich beim nächsten Mal. Ciao!